Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir mit Ventus die Mirage Arena abgeschlossen. Und ja, jetzt stehen wir mit Aqua, welche genau das gleiche vorhat. Ja, kurze Zusammenfassung. Ich habe auch mit ihr Level 99 erreicht. So sehen meine Befehle rechts aus. Fertigkeiten, alles bis auf Glückspilz und hier die Erfahrungssachen und Kombos ausgerüstet. Ja, auch fast alles. Zwei Kommandos fehlen, die holen wir uns jetzt. Und ja, kennt den Drill, ne? Wir gehen jetzt hier rein, machen einfach alles mit ihr fertig und haben eine Stunde lang ein bisschen Spaß. Ich habe auch hier bei ihr Seeungeheuer und Dingens gemacht, Schatz hat's für die Eiscreme-Rezepte und Medaillen. Und ja. Hallo. Irgendwas hat ja gerade gerauscht. Ich weiß nicht was. So, wir machen Knallerart natürlich. Tag der Abrechnung. So, da ich weiß, dass wir viele Gegner bekämpfen, habe ich mehr so Massenzauber mit ihr genommen. Und ja, das sollte die Sache ein bisschen beschleunigen, hoffentlich. Ja, Blitzker, Frost, Mega Flair und so. Okay. Ich dürfte es ein bisschen schneller gehen, ja. Ich. Sie hat genau die gleichen Werte, glaube ich, wie Ventus. 55 Angriffskraft, 55 Magie und 49 Abwehr. Das heißt, sie hat zwei Abwehr weniger als Ventus. Okay. Ja, falls sie noch irgendwelche Informationen. Hallo? Information. Hallo? Was zum Teufel? Was hat denn auf einmal? Wird ja von jedem abgebrochen. Ja, Blitzka, Silvermin. Schnappt sie euch. Sehr gut. Noch, guck mal, was. So. Mega Flair und dadurch müsste halt alles ein bisschen schneller gehen, ja. Und die ersten Dinger sind sowieso schnell gegangen, ne? Nur am Ende wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt kommt wieder der, ja, ja, den kennen wir doch. Weil ich das natürlich zu langweilig jetzt braucht, euch das nicht angucken. Nicht, dass ich das sonst jemand angucken würde, ne? Aber wer weiß, was ich meine, oder? Hätte vielleicht ihr Konter, den wir ausschalten sollen, das wird mir wahrscheinlich wieder auf die Nerven gehen. Aber was soll's. Aber warte mal, ihren Abschlusskommando ansehen. Ihr letztes. Das ist ein richtig überpowered Teil. So gegen die optionalen Bosse ist das, glaube ich, noch sehr nützlich. Und ja, das war es schon mit der ersten Runde. Ha. Geil, gar nicht gut. So, was gibt es jetzt zu sagen? Wir machen jetzt ja eigentlich genau gleich wie mit Ventus. Ist halt nicht geil. Ich will mal irgendwelche Themen zurechtlegen, die ich irgendwie abarbeite, wenn ich hier rede. Ah, soll's. Retourkutsche. Komischerweise kämpft man nicht gegen Ventus Story Gegner, ne? Gegen Terra und Aquas ersten Boss Gegner. Nein. Entschuldigung, mein Mikrofon hat sich bewegt. Muss ich immer unten mit meinem Stuhl daran kommen. Hallo, hallo, ist das Ding noch an? Hallo. So, bleib stehen. So, gut. Aber wieder die Zeit verloren, die wir hier rausgeschlagen haben, mehr oder weniger. Ist das? Wollte mich schon wieder abhalten, ne? Und jetzt fragen. Ist das? Oh, sehr gut. Ich glaube, ich sollte mehr Blitzka und so alles ausrüsten.
Oh, ihr macht das doch extra, ihr blöden Viecher. Hör auf damit. So. Oh, tschüss. Rhythmenmeister. So. Ist das. Sie hat zum Glück ein paar zerstörerischere, wenn man das so, zerstörerischere Angriffe. Ich sollte für jedenfalls was Magie angeht. Mal komm her. Aber noch einer. Nein. Ist das. Meine Mine reingeflogen. Man merke reingeflogen. Okay, die Kutsche. In die haben wir ja eine Story gekämpft. Bussard. Zielsuchmine ist so stark, ne? Ich will meinen Rückenmeister nicht hier verschwenden. So, jetzt macht er diesen Drehangriff, den ich dann abwehren kann. Nämlich hier, Frissard. Was macht er wieder so lange? Damit ja haben wir. Oh, Maximum LP jetzt schon. Okay. Ventus hat die wenigsten AP, glaube ich. Weil sie hat jetzt, glaube ich, schon mehr AP gehabt. Also vorher schon, bevor wir LP gehabt, abbekommen haben. Als Ventus, nachdem er schon LP hochbekommen hat. Bei der Arena. Wow. Dafür hat sie weniger Verteidigung. Sie hatte gerade 130, jetzt hat sie 136. Okay, warum nicht? Das kannte Reichtümer, das ist nicht schwer. Also ja, ich habe so ein Ticket, das hätte ich jetzt benutzen können, aber brauche ich nicht. Ich habe die Mission schon so freigeschaltet oder so. Brauchen wir denn nicht? Sage ich voll Medaillenverschwendung. Okay. So. Komm mal her. Der Watt geht ein bisschen schneller als mit Ventus Story. Story? Was? Arena, meine ich. Na, kommt hier rein. Boah, ihr. Riesens One-Shot sie alle sein. Aber hat sie ja nicht mehr Magie als Ventus. Komischerweise. Sollte sie eigentlich auf dem Maximallevel haben, finde ich. So. Und einmal Klingenaura. Und Schlag. Boah, das ist jetzt noch so einfach, naja, aber gleich. Nach ihr Viecher, euch gibt es ja auch noch. War schon abgeschlossen. So, in 10 Minuten abgeschlossen, ausgezeichnet. Aber gleich wird es ja länger dauern, das ist ja blöd. Ich glaube nicht, dass ich das Geld zusammenbekommen habe. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Aber okay, brauchen wir ja nicht, glaube ich. Es wird ja nicht angezeigt, ob ich das schon geschafft habe, die Bonus-Herausforderung. Deswegen, selbst wenn ich das nachholen wollen würde, ich wüsste ja nicht genau. So, wir tun jetzt nicht die verdammten Bonus-Herausforderungen, machen wir dort ewig. Und es scheint ja auch nichts zu bringen. Also hier muss ich Multifokus-Kommandos und so einsetzen. Das ist jetzt mal Schnuppe. Nein, was? Sie sind durchs Feuer gestorben. Ah. So, geil.
Bestart. Wow, sogar da hinten, die habe ich getroffen. Oh, schon wieder klingen, Aura, ausgezeichnet. Nein. Uff. Jetzt kommt schon der Boss, ne? Das ist immer noch nicht, wie viel wir abziehen auf Level 99. Aber es wird ja schwieriger, ein bisschen. Jetzt guck mal, wie schnell bei dem fällt man. Bei Prismen Aura ist verdammt stark. Wenn ich damit treffen würde. Ja, komm ruhig her. Blöde ist, ich habe jetzt nicht viele Sachen, die auf einen Gegner stark sind hier. Ich habe nur Multi-Sachen, ja. Sachen, die irgendwie gegen mehrere Gegner was abziehen. Multi-Suchmine kann potenziell auch gegen viele Gegner gut sein. Und Wunschklinge habe ich mitgenommen. Boah, weil ich einfach irgendeinen physischen Angriff haben wollte. Da rücken wir Meister ab. Boom. Oh ja. Oh. Rücken wir Meister. Feel the beat. Puff. Ja, irgendwie geht es mit ihr viel schneller, habe ich das Gefühl. Aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen mit Terra, habe ich so das Gefühl. Ach, ist egal. Ich glaube, das ist aber das erste Mal, dass ich hier die Mirage Arena mit jemand anderen. Ich habe mit allen anderen Charakteren bisher noch nicht so kompliziert gespielt. Ich habe mit Ventus, habe ich glaube ich mal, als ich damals gespielt habe, alles freigeschaltet. Also jeden Boss besiegt, jedes Kommando gesammelt und so. Ich habe bei Ventus, wenn ich im Trio Report gehe, im Hauptmenü, irgendwie so ein Zeichen. Dieses Zeichen hat die drei hier irgendwo am Körper im Arm. Also irgendwie ein Zeichen vom Land des Aufbruchs ist oder irgendwie sowas. Glaube ich. Und ja, da habe ich, weiß ich nicht, so ein weißes Zeichen. Und ich denke mal, das heißt, dass ich mit ihm alles abgeschlossen habe. Fragezeichen. Bei den anderen beiden habe ich das nicht. Weil mit den anderen beiden habe ich auch, glaube ich, nicht so weit gespielt damals. Ventus ist der einzige Charakter, mit dem ich das Spiel erstmal gespielt habe, als freigeschaltet habe. Also für mich ist das jetzt auch neu mit Aqua und Terra. Ich glaube nicht, dass es da viel unterscheidet hier in der Arena. Ha. Ha. Und Mega Flair. Boah, ich liebe es, wenn Klingen auch aktiviert wird. Ey, das ist so geil. Die Gegner noch einfach. Sind fast mit einem Schlag weg. Oh, das wird aber gleich so wehtun bei den anderen Gegnern. Was? Oh, komm schon, ich dachte. Was? Oh, jetzt das war's. Sehr gut. Irgendwie schlägt mein Mikrofon nicht so laut aus. Ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen leiser. Ich habe es auch ein bisschen leiser eingestellt, weil, weiß ich nicht, in letzter Zeit spackt mein Mikro ein bisschen rum. Ist irgendwie lauter als sonst und so. Weiß ich nicht. Oh, jetzt kommt er wieder mit den Kack. Naja. Ja, boah, der setzt hat schon wieder ein. Dann versuch mal den hier auszuweichen. Bin unbesiegbar, während ich das mache, ne? Was sagst du dazu? Die Dinger sind Zielsuchen, die treffen dich. Na, komm her.
Na komm ruhig. Ja, Aqua hat einfach die besten Fähigkeiten, finde ich. So, schon fertig. Die hat einen Barrieresturzangriff. So als Konter, während Ventus so ein blödes Dings hat hier, so ein Schwertwurf. Welcher nicht gut trifft, finde ich. Ich habe nur immer geblockt. Ich die ganze Zeit am Angreifen war, ne? Okay, das geht schneller als gedacht, habe ich so ein Gefühl. Oh, Doppelgänger, oh ne. Oh, kann ich hier noch das Upsala Ticket holen? Nein. Habe ich genug Punkte, Medaillen meine ich. Ah, okay. So, ich mache ja auch noch platt, das könnt ihr mal glauben. Wurf. Und tot. Alles, was ich anfasse, stirbt. Nein. Ich kann eigentlich nur Blitzgas ausrüsten, ein bisschen habe ich so das Gefühl. Wird irgendwie am schnellsten gehen. Wenn man noch Level 99 ist. Oh, Schattenspringer. Boom, boom, boom. Diese blöden Viecher, wie die mir ausweichen, indem sie einfach in den Boden gehen. Ist doch nicht wahr. Tot. 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 Ich sag tot. Und Schattenspringer. Verreckt sie alle. Noch mal. Na, no, da ist immer noch Zeugs am Leben. War schon. Das war schon der Boss. Oh mein Gott. Ja, es kommt der blöde Dingens, ne? Ich mache einen auf bedrohlich. So als würde ich laufen, mache ich aber nicht. Damit spielt sie noch ein. Nein, nicht schon wieder. Sie noch ein stärkeres Multifunkskommando hier irgendwie bekommen soll. Ich finde, das ist schon krass stark. Oh Mann. Treffe ich noch nicht mal. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, ich darf gar nicht heilen. Warum er? Mache ich jetzt nicht so schwer. Das ist ein meiner Gegner. Also muss sterben. Eventuell. Here we go. Boah, ich kann nicht besiegen, bevor du deine blöden Klone einsetzt. Ausgezeichnet. Hab Bus auf Level 99 erledigt. Boah, bin ich besonders. Ach Mann. Aber wie gesagt, was ich bei Ventus schon gesagt habe, wir werden. Das wird das letzte Mal sein, wo wir Spaß haben werden an den Kämpfen. Also, da ist der Spaß, kein Spaß mehr haben, aber das wird das letzte Mal sein, indem wir irgendwie lockere Kämpfe haben. Das wird sich alles ändern, nachdem ich mit Terra hier in der Milch Arena fertig bin. Dann wird sich alles ändern. Dann sind wir, dann wird nur noch geschrien, geweint, geheult. Zeugs kaputt gemacht. Weiß nicht, was man macht, wenn man frustriert ist. Vor allem, ich habe schon gegen einen optionalen Boss so Probekämpfe gemacht. Mit Terra.
Das Problem ist, mit Terra sind die optionalen Bosse am schwersten, weil er keine Ausweichrolle hat. Der hat nur so ein Ausweich. Ja, warum mache ich denn nicht das hier? Er hat nur ein Ausweich Dash. Warum erkläre ich das überhaupt? Ihr habt ja auch schon alles gesehen, wenn ihr Let's Play gesehen habt. Die Betonung liegt, wenn ihr das Let's Play gesehen habt. Vielleicht tun auch einige Leute hier, weiß ich nicht, einfach hier drüber stolpern und gehen dann direkt weg, nachdem sie meine Stimme hören. Da würde ich jedenfalls machen. Ich kann meine Stimme nicht leiden. Ne, würde sofort wegrennen, wenn ich mich selber treffen würde. Ach komm, ja. Aber ich weiß ja nicht, wie ich auf andere wirke. Wahrscheinlich genauso, ne? Anscheinend klinge ich wie ein Roboter, laut ein Kommentar. Ich klinge an manchen Stellen wie ein Roboter. Ja, tut mir leid, so rede ich halt. Ich kann meine Stimme nicht ändern. So klinge ich noch, als soll ich denn dagegen machen, hallo? Hey. Das würdest du zum Kind sagen, komm mal in den Stimmbruch. Alter, hat gerade eine Reichweite. Geh weg. Oh, da war's. Buff. Jetzt schon der Boss. Boah, aber ihr geht das so schnell. Hätte ich mal nur so Flächenzauber und so ausgerüstet mit Ventus, dann wäre wahrscheinlich unter eine Stunde gewesen. Vielleicht wird definitiv unter eine Stunde sein, habe ich so das Gefühl. So, komm jetzt mal. Ohne Probleme. Nein. Das ist ein unglaublich starkes Multifokus-Kommando. Nein, die Beine. Ach, sie schon. So, Schmetterport. Aqua ist schon irgendwie die stärkste hier in dem Spiel, ne? Ja, okay, sie hat es auch gegen, weiß ich nicht, gegen die ganzen Bösewichte hier aufgenommen, ne? Irgendwie klar. Und sie ist eine Schlüsselschwertmeisterin. Ja, upsala. Weiß ja nicht, ob das ihr direkt irgendwie so ein, weiß ich nicht, Power-Schub gibt oder so. Ich glaube, ich ja, warum irgendwie Erakus entschieden hat, dass sie nur ein Schlüsselschwertmeister geworden ist. Himmelsstürmer. Hey, das haben wir da auch mit Ventus. Ich dachte, ihr bekommt was Neues. Ich meine, dass Terra nicht ein Schlüsselschwertmeister geworden ist, das liegt da daran, weil Erakus gesagt hat, er hat zu viel Dunkelheit in sich. Ja. Die Sache ist aber die. Was qualifiziert denn Aqua hier zum Schlüsselschwertmeister? Weil wir wissen, Terra, halt, eine Sekunde. Terra hat so viel Dunkelheit, aber was hat sie, was sie zu einer Meisterin macht? Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Antigraf, Sturmangriff, zum Beispiel Sturmlauf und Sprung. Ja, okay. Müssen wir nicht unbedingt sehen. Harsche Strafe. Heiling, das geht ja viel schneller mit ihr. Oh mein Gott. War Aqua jetzt auch drauf. Irgendwie ist Aqua auch eigentlich beste Charaktere, außer Break natürlich. Das versteht sich davon selber. Muss ich ja nicht erwähnen. Da wir auch bald in Dream Drop Distance. Also wir sind schon mit Dream Drop Distance dran. Dann kann ich auch irgendwann mal meine Break-Theorie erklären, warum ich glaube, dass er der wahre Hauptbösewicht des Spiels ist. Wo kann ich auch eigentlich hier machen? Weil wir wissen ja, dass dass er Nummer 2 der Organisation 13 schon mal ist. Das muss man sich schon mal im Hinterkopf behalten.
Okay, die Nummerierung der Organisation 13 Mitglieder ist ja, hat ja nichts mit dem Rang oder so zu tun oder irgendwie sowas oder Wichtigkeit, weil Sykes irgendwie, weil sie nicht die rechte Hand von Xemnas war. Aber der war die Nummer 6 und ja, Gesigba war ja Nummer 2. Aber die Nummerierung ist ja nur die Anordnung, wann die Mitglieder in der Organisation 13 geworden sind. Deswegen ist Roxas die Nummer 13 gewesen, weil er der letzte war. Okay, außer Shion noch. Und ja, das macht Sigma ja eigentlich ja zur eigentlichen rechten Hand von Xemnas. Aber so sehe ich den irgendwie nicht. Ich sehe den nicht als rechte Hand von Xemnas, sondern von boah, von Xehanort persönlich. Nur okay, weil man hat ja hier in dem Spiel gesehen, er hat ja schon, weiß ich nicht, mit Xehanort zu tun gehabt, bevor irgendein anderes Organisation 13 Mitglied mit ihm zu tun gehabt hat. Ja, der war sozusagen bei der Gründung dabei, also vor der Gründung schon, und ist mit den Plänen eingewickelt hier, die Xehanort gespielt hat. Was komische ist, und darauf kann ich noch nicht eingehen, dass wir den Dream Drop Tristens irgendwie, ich habe schon wieder Dream Drop Tristens gesagt, irgendwie so angedeutet. Da muss ich erst warten, bis wir den Punkt erreicht haben. Ja, nichts spoilern will für das Spiel. Ja, vielleicht Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Ich hatte es ja schon gespielt auf dem 3DS. Kein Bock mehr auf mich. Ja, komm, du mal hier raus. Ja. Was zum Teufel? Werf Gefäß an. Ja, knallhart, ne? Ja, komm, du mal und fang mich ein. Ich hab gar nichts gemacht. Aua. Wird getroffen am Ende. Boah. Ich möchte nur jeden daran erinnern, wenn Kingdom Hearts 3 rauskommt und Sigma oder Break verrät irgendwie Xehanort und wird, weiß ich nicht, zum wahren Hauptbösewicht des Spiels, da möchte ich nur alle zu diesem Video hier hinlinken oder zu irgendeinem anderen Video, was ich vor Jahren hochgeladen habe, wahrscheinlich in Kingdom Hearts 1, habe ich das auch schon alles so angedeutet. Und ja, da möchte ich nur sagen, so, ha, ich habe es doch gesagt, damit ich auch mal sagen kann, ja, ich habe etwas schon, wie nennt man das, gecalled, ha. I called it. Ich will mich auch mal irgendwie besonders fühlen, okay? Wenn schon mit diesem Kanal nicht so klappt, ne, dann... Das ist sowieso wieder eins dieser Let's Plays. Ich kann eigentlich sagen, was ich will. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand hier hört oder ob das irgendjemand interessiert. Ich glaube nicht, dass einige Leute zu dem Punkt hier noch das Video gucken. Da kann ich eigentlich alles sagen, was ich will. Kacke, Titten, Bums, Ficken. Ich könnte, weiß ich nicht, hier Nacktfotos reinstellen und keinen würde es irgendwie stören, weil niemand bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich guckt. Das habe ich auch in Chain of Memories gemacht. Jetzt werden natürlich, falls wirklich aus irgendeinem Grund hier Leute gucken, nachgucken, ob das stimmt, ne? Ja, ausgewichen. Machst du jetzt weg. Der ist schon kaputt, was?
Ah, du bist jetzt dran. Ich kann auch Sachen werfen. Hier, wo? Von wem wird da nochmal gesprochen in der englischen Version? Jim Carrey? Der Jim Carrey, ne? Ach man, echt. Also nicht, dass ich das vermasselt habe, sondern hat er sich hier wieder verwandelt. Ah, okay. Boah, komm her. Verdammt, der ist noch unbesiegbar. Oh nein. Komm, wieso bekommt er auf einmal von seinem Feuer irgendwie Schaden? Den Kingdom hat. Hat den Kingdom hat 1 und 2 nie bekommen. Ja, gut. Na, wenn ich jetzt wüsste, bei wie vielen Minuten ich war, als ich Events gespielt habe. Bussard. Kacke Titten Bums. So. Ich habe den größte Schwert. Bussard. Na, ja, perfekt. Warte mal, mein Schwert sehen. Jetzt habe ich mal ein richtiges Schwert. Uff. Na, no, ich dachte, das wäre schwierig. Wer rastet aus hier? Mein Gott, wie ich alles one-shotte immer noch. Oh nee, das war doof. Sieht doch früher resistent, Mann. Boah. Oh, mein Kanal ist echt scheiße. Das ist. Jetzt sind wir bei dem Thema. Jetzt will ich auch da bleiben. Aber ist auch echt nicht so, dass mir irgendjemand sagt, dass mein Kanal scheiße ist. Ich bekomme ja kein Feedback. Das ist ja ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas richtig oder falsch mache. Ich bekomme ja kein Feedback. Ich weiß nicht. So, du bist übrigens tot, ne? Aha, aha. Also jetzt, wenn mein Kanal scheiße ist, ich weiß nicht, ob er scheiße ist, weil es mir niemand sagt. Das wäre wenigstens das Mindeste, okay? Bist du denn? Oh, du bist doch gleich tot auf was? Nein. Das war Schaden. Warte. Was im Kingdom Hearts 1 viel stärker. Nochmal XP geschrieben, sehr gut. In Kingdom Hearts 1 konnte ich den mit verbundenen Augen schon kaputt hauen. Also das sagt schon viel. Ah, okay. Boah, ich frage mich, wie die mit den optionalen Bossen in Kingdom Hearts 3 machen. Boah, ich bin so wild auf Kingdom Hearts 3. Boah, ihr könnt ihr gar nicht glauben, ey. 20 Jahre warten, ne? Dann werdet ihr auch wild. Vor allem, wir wissen ja noch nichts über das Spiel, ne? Wir wissen, dass dieser eine Film davor kommen wird mit diesen, weiß ich nicht, Big Hero 6 oder so, mit diesen, weiß ich nicht, was ist das überhaupt? Mit diesen Ballon-Typen, der so ein Iron Man-Kostüm hat. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall davor. Da fragen sich natürlich einige Leute, ob das Star Wars vorkommen wird, weil Disney ja Star Wars aufgekauft hat. Dann läuft Sam das wahrscheinlich mit einem richtigen Schlüssel, mit einem richtigen Lichtschwert rum, anstatt nur seine ätherischen Klingen, die aus seinen Händen rauskommen. Boah. So. Diesen Vogel ab, aber glaube ich nicht. Es wäre geil und ein bisschen random, aber Kingdom Hearts ist schon ein bisschen random. Ja, meine Disney Charakter treffen auf Final Fantasy Charakter, also noch mehr random kann es eigentlich nicht werden. Kann jetzt nicht irgendjemand kommen,
und sagen, Star Wars und Disney, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Muss man sich mal irgendwie den Rest des Spiels angucken. Wenn Final Fantasy irgendwie da reinpasst, dann wird auch Star Wars da reinpassen. Aber auch wenn es nicht dabei ist, ist halt auch nicht schlimm. Ist jetzt nicht wirklich irgendwas, was ich unbedingt haben möchte, muss oder so. Und ich bin ein riesiger Star Wars Fan. Aber auch wenn das nicht jetzt der Fall wäre, wäre nicht schlimm. Wäre aber schon ein bisschen geil, würde ich sagen. Oh. So in dem Sinne, versteht ihr, was ich meine? Oh, verreckt. Ja, so was, für dem ich hatte mich treffen die ganze Zeit. So, kommt her. Wo wollte ich noch hinaus? Oder nee, ich wollte mit den Dings optionalen Bossen irgendwie hat. Und dann habe ich gesagt, wir wissen noch nichts über das Spiel. Weil bei Kingdom Hearts 2 wurden ja auch im Endprodukt viele Sachen noch geändert. Ich meine, in den ganzen Trailers und in den ganzen Trailern und so. Boah. Die man das ist ja immer noch einer, die man gesehen hat. Kam zum Beispiel Sachen vor, die gar nicht im echten Spiel vorkommen sind. Irgendwie im Trailer hat man so eine Szene gesehen, wo, weiß ich nicht, Donald irgendwie mit seinem Zauberstab einen Zauber auf Goofy geschossen hat, in der Cutscene. Der ist dann irgendwie abgeprallt an der Wand und hat dann Donald getroffen und hat ihn eingefroren. Das ist zum Beispiel so eine Szene, die hat man gesehen, aber die kam ihm im Spiel vor. Und ja. Was noch? Noch irgendwas. Da hat man irgendwie so Szenen gesehen, wo Sora, Donald und Goofy in Hollow Bastion waren. Also nicht Radiant Garden, Hollow Bastion. Da wo die Zitadelle ist halt, ne? Wo man auch in Kingdom Hearts 1 war. Und ja. Weil nicht Sora hat sich dann durch so, weiß ich nicht. So durch so ein paar Herzlose durchgeprügelt. Und ist auf so ein Organisation 13 Mitglied zugestürmt. Wollte es angreifen. Der war kurz davor, irgendwie seine Kapuze abzulehnen. Das ist auch so eine Szene, die wurde nie ins Endprodukt übernommen. Vor allem kam da auch Hollow Bastion vor. Und Hollow Bastion, das Kingdom Hearts 1 kam nicht in Kingdom Hearts 2 vor. Da hat man ja nur die Stadt und so das innerste Schloss gesehen. Oh. Also vom Design her sah es aus wie in Kingdom Hearts 1. Also kann sich noch, selbst wenn da irgendwann mal Trailer und so erscheinen, die werden irgendwann, werden sich sowieso wieder ändern. Vielleicht haben sie auch mit Final Fantasy 13 gemacht. Und irgendwie, weiß ich nicht, so eine Kampfszene in so einem Zug gesehen. Mit Lightning. Und ja, das kam auch nie im Endprodukt vor. Ach man. Warum reist du nach unten an? Ach man. Ich hab keinen Bock auf Strategie, komm. Aber ich mach dich wieder platt, bevor du deine Doppelgänger einsetzt. Was sagst du dazu? Nein, da wollte ich nicht machen. Das wollte ich machen. Das ist halt. Oh Gott. Boah. Mein Buch aus der Hand geschlagen. Nein. Too long. Didn't read. Das wird bei diesen Parts auch der Fall sein. Too long, didn't watch. Ach, was soll's. Kacke, Tittenbums.
Gut. Okay, wie viele fehlen uns doch? Nicht mehr viele. Was fehlen uns nur ein oder zwei? Ich glaube, ein oder zwei fehlen uns nur noch. Ah, ich glaube, die habe ich gar nicht gemacht mit Ventus, ne? Das ist die, die ich mal offscreen gemacht habe, um Dinger zu sammeln. Ja, okay. Wir kämpfen an einen riesigen Flipper-Automaten. So, fertig. Nur noch drei Dinger. Ja, okay, habe ich das eben nicht gezeigt, meine Güte. Interessiert es ja wirklich irgendjemanden? Ich meine es ernst, interessiert das wirklich irgendjemanden? Ich glaube nicht. Also ja. Wahrscheinlich will das hier sowieso keiner sehen, also. Doch. Ja, doch, Mann. Du ja schon mit umgekehrter Psychologie, ja, diesen Kanal, nämlich sagen, dass hier bloß niemand ein Abo oder so hinterlassen soll oder ein Kommentar oder ein Like, weil die ersten zwei Jahre, in denen ich das Place gemacht habe, habe ich nichts davon gesagt. Ich habe sogar mal einen ganzen Part neu aufgenommen, weil ich am Ende aus Versehen gesagt habe, dass man ein Abo hinterlassen könnte, wenn euch der Part gefällt. Vor zwei Jahren so ungefähr. Aber da ich das nicht verlangen wollte, keine Ahnung, klingt für mich wie so eine Aufforderung. Ich will niemanden auffordern. Und deswegen habe ich den Part nochmal neu aufgenommen. Sehr doof, ne? So, nach zwei oder drei Jahren, irgendwann kurz vor diesem Jahr, habe ich dann mal angefangen zu sagen, ja, wenn euch der Part gefällt, könnt ihr ja mal was hinterlassen und so. Und das scheint auch nicht so zu funktionieren. Deswegen sage ich jetzt immer, dass bloß niemand ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen soll. Weil was soll denn am schlimmsten Fall passieren? Niemand hinterlässt irgendwas. Und das ist dann das. Du bist schon wieder zu weit weg, ey. Versuch mit umgekehrter Psychologie, von der ich nicht sehr viel erwarte. Also ja. Stimmt es, als sich wieder nichts ändert, kann nicht passieren. Also muss halt alles versuchen. Ne? So, jetzt ist aber nah genug, oder? Ach, Mann. Also, aha. Ja, dann kommt er ja gleich nochmal, ne? Ja. Mega Flair. Autsch. Sie hat aber schon einen anständigen HP-Balken, ne? Finde ich. So, wie groß wird denn der von Terra sein? Und Terra hat den größten. Oh. Witzig, lacht. Könnt ruhig lachen, es war witzig. Oh, ich bin wieder voll AP, was? Was denn? Ja, ich glaube, das liegt aber auch echt an den Kommandos hier, dass das hier so schnell geht. Boah. Was? Wer lebt noch? Kannst du es wagen? Da gibt's doch jetzt nicht. Ich wollte mir Meister. Ich dachte, King nicht. Boah. Da vielleicht mal auf mein Schwert gucken. So, fettes Ding. Komm mir face näher. Genau so. So. Boah. Ich glaube, mit ihr werden die optionalen Bosse am einfachsten. Einfach nur wegen ihrer Barriere. Da muss ich aber das Kontaktkommando hier rausnehmen, weil das wird mich dann behindern. Und ja, Terra und Ventus müssen aufpassen, weil die können nur von vorne blocken. Was die Kämpfe sehr viel schwerer macht. Und Terra muss sowieso am meisten aufpassen, weil der
unbesiegbar sein kann mit seinen Ausweichrollen, wenn man dauerhaft Ausweichrollen macht. Also wenn man nur durch die Gegend rollt und Viereck drückt eine Stunde lang, dann wird man nie getroffen. Nee. Ich sage das jetzt nicht als Übertreibung oder so. Ich meine wortwörtlich, wenn man eine Stunde lang nur den hier macht, wenn man nur den hier macht, eine Stunde lang, wird man nie getroffen. Ja, guck mal. Ich glaube, mitten in den Reihen, mitten in die Angriffe. Ich glaube, mitten in die Angriffe rein. Nie getroffen. Nie. Und Ventus hat dann auch. Aber Terra nicht. Bei dem muss man verdammt nochmal aufpassen. Der ist, glaube ich, nur am Anfang seines Dashes unbesiegbar. Das ist nicht genug. Noch Mann. Jetzt kriege ich ja nur Exzellenz, ist klar. Okay. Oh Gott. Komm mal her. Alter. Ich könnte mich sogar kaputt haben, wenn ich nicht aufpasse. Ich muss aufpassen. Ich muss tatsächlich aufpassen. Nein, geh weg. Ah. Oh, jetzt kommt ja schon wieder damit. Die Kämpfe sollen noch einfach sein, verdammt. Boah. Was ist das? Doch, Mann. Ausgerechnet jetzt. Dann kommt er mit denen Angriff die ganze Zeit, ne? Und Gegner, die ganze Zeit den gleichen Angriff spielen, das liebe ich ja. So, komm mal ein bisschen näher, bitte. Alter, der ist so weit weg, ich treffe den nicht. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich weiß, ob der wieder damit. Ich mach mal einen Schluck. Okay. Au. So, komm her. Ich brauche den Arm. Komm mal hier hin, das sind meine Minen. Oh, echt. Was ist das? Mein Gott. Noch mehr. Oh, jetzt macht er das schon wieder. Ey. Ich gehe mal hier in die Mitte. Wollte meine Dings einpacken. Oh mein Gott. Ah. Reicht jetzt mal endlich. Ich feig hier einmal. So. Oh mein Gott. War nervig. Ja, jetzt geht's ja auch schon auf eine Stunde los.
zu, meine ich. Aber wir wissen aber, was wir jetzt bekommen, wenn wir alles machen hier, ne? Das Ultima-Schwert. Lichtblume, ha. Vor allem, ich frage mich ja. Der hat uns mit Ventus nicht so viel abgezogen, oder? Aber hat Ventus sogar weniger. Ne, sie hat weniger. Tut das dann echt so einen Unterschied machen? Ach ja, das kenne ich, glaube ich. Da dreht sie sich so wunderschön. Jetzt können wir schon wieder die Lehre des Lichts machen und böse, böse Wichte. So, nur gegen die Bosse. Ach nee, Monstrum ist mal auch noch. Boah. Monstrum müssen wir noch machen. Also ja, müssen wir eigentlich nicht, aber ich will das zeigen. Lass mich, das ist meine Zeit, die ich verschwende. Und eure Zeit zum Gucken. Wow, es war voll. Überhaupt nicht im Rhythmus. Wie einer unterbricht. Boah, das war so kurz davor. Ich hätte euch beinahe eine geklatscht. Mit euch meine ich mich. Ich kann diesen Boss echt nicht leiden, ey. Mich tut das so mindfucken irgendwie, dass der, weiß ich nicht. Der ist so kurz, der ist so, weiß ich nicht. Erst schwimmt er so ruhig im Wasser. Dann springt er mit 10 km/h irgendwie auf einen los. 10, das wäre ein bisschen wenig. 180 km/h irgendwie. Ah, hier noch Mine, ja. Da, Rhythmemeister. So, jetzt müsste eigentlich tot sein. Noch Mann. Na gut, ist Aqua Mine und die treffen. Wenn er so, weiß ich nicht, hier so ein hinspringt. Was ich übrigens immer noch dämlich finde. Oh, mach hin, ja, macht er aber auch extra, ne? Ach man, echt. Ja, guck ich das an. Der will einen echt töten. Ein bisschen auf so eine kleine Insel und der kommt so. Will ein Wort wirklich töten? Weiß, als wären wir irgendwie das Leckerste, was es auf der Welt gibt. Aber warte mal, 10. Uff. Jetzt kommt man hier hin. Normalerweise schlägt er mit seiner Schwanzflosse hier hin und wieder. Aber irgendwie jetzt, wenn ich natürlich aufnehme, macht er nur das. Also, will ich mich eigentlich verarschen? Er macht noch andere Sachen eigentlich. So, davon haben gut welche getroffen. Da ruhig ich halt an. Was haben wir denn getan? Hat er so auf einen losgehen will? Also bist du tot. Mich regt der Kampf voll auf, ey. Hey. Jetzt irgendwie weiß ich nicht. Ein Riese, der mit irgendeinem, ja, wortwörtlich irgendwie, weil nicht so ein, so ein fairen Kampfkunstkampf mit einem haben will. Mit so einem Titan aus Attack on Titan. Dieser 60 Fuß Titan, der so größer ist als die Mauer. Als würde. Da kommt mir so vor, als würde der irgendwie anfangen. Mit, weiß ich nicht, mit Aaron oder Mikasa oder was weiß ich. Irgendwie einen Faustkampf sich zu liefern. Das ist doch voll dämlich. Ach Mann.
Okay, aber mal so. Ist genauso stark wie von Ventus hat. So. Müsste das Multifokus-Kommando aufleveln für die finalen Kämpfe hier. Aber jetzt fährst du nicht weiter, ist klar. Ja. Haben wir sogar getroffen, glaube ich. Damit es das schneller auflädt. So, komm, Leute, ja. Ich muss eigentlich schon wieder gegen dieses Wächterviech kämpfen, ne? Mann, lustig, muss ich eine. Ich dachte, ich darf mich nicht wieder eilen. Aber das geht noch. Naja. Oh ja. Dumm, 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 dumm. Kannst du vielleicht verstehen, okay? Komm mal hingesprungen. Oh. Wir machen aber echt lieber. Ja, jetzt kommst du gesprungen, ist klar. Komm hingesprungen. Ich wollte nicht, dass du dich teleportierst, weil haben. Bis halt. You mad, bro? Spin me round, round, baby, round, round, oder was? Mein Gott, Rhythmenmeister ist verdammt stark. Im Gegensatz zu den anderen Dingern habe ich das Gefühl. Boah, dauert noch so lange, ne? Mein Gott, wir haben den die Hälfte der AP abgezogen. Ja, mach's jetzt, ich bin in der Luft. Ich hab Diamantenstaub. Zack, ja. Wir kommen mit des Imbali. I have Diamond Star. Ach du schon wieder. Warte mal, ich kann nicht auch so reichen, ne? Boah. Was soll ich sein blödes Dings angreifen? Wäre jetzt blöd, dass ich jetzt Dings hab, ne? Here we go. Tempest, ho. Kreisel, Start, Sword Art, Boom. Ne, nicht Sword Art. Sword Rain. Und den hier. Hahaha. Du, oh ne. Majorette Aqua. Was? Also, der ist abgehauen, deswegen. Fange ich wieder mit den Angriff an. Das ist aber unfair, der Angriff. Ja, komm her. Ah, ist Magica. Aquamagica, Aqua Magica oder was? Quella Magi, Aqua Magica. Sag doch, Aqua ist ein Magical Girl. Ich finde das nicht so verkehrt. What?
Das Magica for the win. Ach, schön. Was? Kommt das denn her? Here we go. Ja, jetzt bist du wieder dran, ne? Mein Gott. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich töte. Ich glaube, einige Kreise sind ein bisschen größer als die anderen. Die tun mehr abziehen. Das kann ich natürlich auch einbilden. Naja. Wenn ich mir da, wenn du mich damit treffen würdest, ne? Schattensprenger. Kommt man nicht alles zu sehen, ne? Spiel und Spaß für die ganze Familie. Oh, du bist sowas von tot. Wenn das Ding hier hochgeht, ne? Was? Aber dann hat nichts abgezogen, ey. So ein normaler Angriff von mir hat ja mehr abgezogen. Was? War eine Mine, oder? Die Mine ist reingefallen. Ah, es kommt noch mal das Viech, ey. Muss ich mal angucken. Sieht das Viech irgendwie anders aus? Ich glaube ja, ne? Andere Farbe oder so. Oder ein anderer Hammer oder was weiß ich. Ist auch egal. Oh Gott. Ich bin ausgewichen. Was willst du eigentlich? Oh Gott, das war knapp. Hey. Warte. Wir haben Wochen irgendwie ja, an den angezogen. Na toll, wo fliegt das denn hin? Da machst du wieder Ding unsicher. Boah. Aber geh weg damit. Oh. Okay. Also der letzte Kampf. Oh, das war knapp. Habt ihr den gesehen? Der war knapp. Oder den da. Au. Aber ich muss auf den zugehen, damit er auf mich losgeht, ne? Der ist so schnell für meine Minen. Das ist doch nicht wahr. Guck mal. Jetzt macht er wieder den Scheiß, in dem du nichts machen kannst. Da guck mal, wie weit ich entfernt war und der mich trotzdem trifft. Außer ich weiche natürlich kontinuierlich aus. Boah. Boah, ich hasse es, wenn ein Gegner irgendwie, weiß ich nicht, die bestimmte Angriffe einsetzen, aber du nicht die Chance hast, sie anzugreifen. Man kann ja gar kein D-Link einsetzen. Natürlich immer warten muss, bis sie mit den Angriff fertig sind. Lass dich von den Dingern treffen. Das macht er halt schon wieder. Beim nächsten dann direkt wieder weg hier. Boah, jetzt muss ich halt die ganze Zeit auswarten. Ja, das darf doch aber nicht wahr sein.
Da finde ich kacke. Die Gegner, du musst warten, bis sie ihre blöden Angriffe hier abgeschlossen haben. Und du kannst nur dazwischen irgendwie die angreifen. Mal guck doch ja an, das ist doch voll die Zeitverschwendung hier. War nicht schon wieder. Danach macht er auch wieder sein Dings. Boah. Komm jetzt gefällt es hierher. Boah. Hey. Weil wenn der Angriff sogar irgendwie mich treffen will, ne? Aber das ist ja auch nicht der Fall. Irgendwie der letzte Angriff trifft mich aber aus irgendeinem Grund immer, ja. Mein Gott, jetzt hör doch mal auf mit dem Angriff. Du musst ja wortwörtlich den Kampf nur in die Länge ziehen. Jetzt komm her, ehrlich. Gehst mir auf den Nerven, danke. Wow, das war verzweifelt, ey. War einfach nur ein Verzweiflungsakt von dem. So, haben wir das auch. Jetzt schüttet das Spiel ab. Ach, ist auch egal. Ultima Schwert. Aber ist das stärker als Regenfall? So. Aber ich habe immer mit Aqua alle Sachen erstmal erledigt. So. Ja, fehlt nur noch die Leere des Lichts und noch was anderes, was hier noch nicht angezeigt wird. So, Treffer fehlt mir aus irgendeinem Grund hier noch irgendwas. Muss ich wahrscheinlich noch irgendein Multifokus-Kommando hier hochleveln oder einsetzen. So, Ultima. Wow, 2 mehr Angriffskraft und 2 mehr Magie ausgezeichnet. Ja, das hat für die Eiscreme-Sorten, ne? Hat mehr Angriffskraft, aber es ist das Ultima-Schwert ungeschlagen. Ausgezeichnet. Alles im Minus, so muss das. Außer das hier. Da hat sogar noch gleich Magie. Cool. Leider ist das nicht unsere Verteidigung, schade. Aber wir haben 2 Werte höher noch bekommen, ausgezeichnet. Gut, dann heißt das, wir können den Part jetzt hier beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Terra, wo wir das gesamte Zeug, was wir hier gemacht haben, nochmal machen. Ist das nicht schön? Und ja, dann würde ich mich sagen, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst bloß kein Abo, Like oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Tschüss!